Hallo? 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 Ja? Schönen guten Tag, mein Name ist Theo Löwe. Ich hätte gern mit Herrn Rakesh Solinda gesprochen. Ja, am Telefon. Wer ist da? Herr Solinda, einen schönen guten Tag. Ja? Mein Name ist Theo Löwe. Ja? Ich melde mich von der Vermittlungsgesellschaft für Sonderaktionen. Okay. Der Grund meines Anrufes ist, dass wir eine Sonderverlosung gestartet haben, Ja? wobei sie ausgelost worden sind. Oh. Und somit haben Sie Gewinne erzielt, Herr Solinda, ja, und Ja? zwar zwei Reisen in Höhe von 796 Euro Wirklich? plus ein Mindestgeschenk, ja, Oh. in Höhe von 500 Euro. Und Geil. das möchte ich Ihnen gerne zahlen, ja? Ja, denke ich mir auch. Welches Spiel ist das gewesen? Das Ganze kommt über diverse Veranstaltungen von Großunternehmen zustande, Ah, bei okay. welchen Sie sich mal beteiligt haben. Denn sobald Sie dort Mitglied sind, Herr Solinder, oder eine Ja. Bestellung getätigt haben, Ja. naja, dann wissen Sie es ja. Auf jeden Fall innerhalb von 2 bis 3 Werktagen, Herr Solinder, Ja. bekommen Sie von uns eine 4-Tägige-Flugreise Ja. nach Paris und eine 4-Tägige-Flugreise nach Norditalien, Gardasee, Oh. jeweils für 2 Personen mit einer unbefristeten Gültigkeit. So lange, unbefristet. Da die beiden Reisen auch frei übertragbar sind, können Sie diese auch verschenken oder verkaufen? Was ist so Außer ein, diesen beiden ja, warte Reisen, mal, was ist so ja. ein Reise wert, wenn ich das verkaufen will? Wie viel Geld kann man da nehmen? Das kann ich Ihnen sagen. Ja. Das kann ich Ihnen sagen. Und zwar kostet so eine Reise 4, also die Reisen kosten nichts, die gehören ja Ihnen. Ja, aber wie viel Geld Dafür kann ich zahlen Sie verlangen? nichts. Wie viel Geld kann man verlangen? Ach so, wenn Sie die verkaufen. Ja, das wollte ich fragen. Bis 200 werden Sie die sicher los. Oh. Nehme ich an. Da gibt jeder gern mal 200 Euro für, oder? Das ist sehr gut, weil ich habe nicht viel Zeit, weil ich immer arbeiten. Da muss man mal gucken, weil zwei Reise glaube ich nicht, das kann ich das machen. Aber eine werde ich machen. Kann man sich das aussuchen, wann will man da Ja. fahren oder fliegen? Natürlich. 10 verschiedene Termine und die Reisen sind unbefristet gültig. Sehr gut, sehr gut. Ja? Und das ist dieses Jahr, kann man das noch machen? Hallo? Natürlich. Ja, okay, sehr gut. Natürlich können Sie das. Ist das dann, Dann mache ich jetzt lieber. ist das all Ja. in, ist das all inclusive oder ist das nur das Flugreisen? All inclusive sind die Reisen. Ja, okay, also auch mit Essen, Trinken bei Hotel. Richtig, bloß das Abendessen müssen Sie selber entscheiden, ob Sie das machen oder nicht. Ja, das ist ja dann nicht Ja? all inclusive. Und was ist mit Minibar? Kann man bei Minibar trinken? Weiß ich nicht, also da ich Steht. das persönlich noch nicht war, wird es sicherlich eine geben, oder, Herr Solinder? Ja, das wird eine geben. Aber ist es bei Preis mit Ginnen? Was habe ich gewonnen? Das kann man da Ich trinken. weiß es nicht, also Okay, können Sie da. Frühstück ist damit inbegriffen, Frühstück? aber das, genau, und die sonstigen Dinge müssen Sie sich selbst einrichten drauf. Ja, dann muss ich mich Ja? halt an bei morgen schon betrinken. Das ist ja auch nicht schlimm. Ich habe ja Urlaub. Ach so. Ja. Ja, also wenn es sofort einen Termin gibt, dann können Sie da auch hinverreisen. Es gibt aber 10 Termine, wie gesagt, pro Jahr, Ja, fest, wann? 10 feste Termine, Wann sind die an denen Sie bitte? verreisen können. Wann? Können Sie mir Ja, das Datum das werden sagen? Sie in den Unterlagen, das kann ich nicht, weil das wird in den Unterlagen drinstehen. Okay. Das kann ich gerade nicht. Gut, die Unterlagen habe ich nämlich nicht bei. Ach so, okay. Ja, gut. Auf jeden Fall, lieber Herr Solinder. Ja. Ja. Bekommen Sie die Preise nach Hause? Dann Sehr mache ich jetzt gut. den ba die Bearbeitung soweit fertig, damit ich Ihnen auch alles schriftlich zusenden kann. Sie wohnen immer noch im Spörsigweg 16 in Baden-Baden Immer und noch. sind geboren am 13.07.71, ja? Immer noch, ja. Gut, Herr Solinder, Ihren Preis im Wert von mindestens 500 Euro. Auf welche Bankverbindung hätten Sie den gern, beziehungsweise
Mit welcher Bank arbeiten Sie zusammen? Sparkassen. Mit welcher IBAN? Mit was bitte? IBAN-Nummer. IBAN. Was ist das? IBAN-Number. IBAN, or do you want to do this in English, my friend? No, you can better talk German. Ich werde probieren. Also Kontonummer. Ja. Soll ich Sie ein Angebot machen? Ja. Weil ich habe das zwei Reisen, ich kann das verschenken, richtig? Hallo? Richtig. Ja, ja. Dann würde ich Sie gerne eine Reise schenken, weil Sie klingen sehr gelangweilt und gestresst. Sie müssen mal Urlaub machen. Sicherlich nicht, ich habe genug Urlaub. Ja? Aber warum? Ich habe genug Urlaub. Aber warum klingen Sie dann so gelangweilt? Du redest so, als würdest du gleich einschlafen. Ja, was soll ich? Nee, also, ich bin übergewichtig, ich rede langsam. Und meine Stimme, die kommt ein bisschen, ja, langsam rüber. Ne? Nicht wie jeder andere, so dynamisch, sondern, bisschen langsamer. Ja, aber das ist doch, ja? nicht gut, wenn willst du bei Telefon verkaufen, dann musst du Dynamik Stimme haben. Vielleicht sollst du bei Lager arbeiten und das Briefumschläge anlecken. Kannst du ja besser machen, oder deine Mutter. Was willst du mit meiner Mutter? Wie ist dein Name? Mein Name ist Lion. Lion, ja, mein Name ist Ziege. Ja, schön. Ja, vielleicht willst du mal, wir haben so ein Ziegenfahren, da kannst du mal Abenteuerurlaub machen. Soll ich Termin notieren? Wie ist bitte dein Kontonummer? Also, die Kontonummer, wie lautet die, Herr Solinda? Ja, können... Jetzt mal Spaß beiseite, wollen wir weitermachen? Das ist 174. Ja. Ah ne, da muss DE noch davor, richtig? Ja. DE 77. Ja. Und dann ist das 174. Ja. 986. Ja. 43. Ja. 146. Ja. Ja. Und wann werde ich das Geld bekommen? Was ist das? Das ist die Kontonummer? Ja. Aha. Ist das nicht? Können Sie nochmal Kontrolle machen? Eine Kontrolllesung? 174? Ja. Ja? 98643? Ja. Jetzt ist es erloschen. Was können ist... Können Sie nochmal wiederholen? 174 und dann? 986643146. Ey, weißt du was? Du bist ja eine Pfeife, bist du, Solinda. Aber warum denn? Du hast letztes Mal auch schon mit mir geredet und da mir meine eigene Telefonnummer angegeben. Und diesmal hast du es gemerkt, nach dreimal. Und hast du immer noch keine ordentliche letztes Arbeit Mal gefunden? Letztes Mal habe ich auch schon mit dir geredet. Ja, und du hast es wieder nicht gemerkt. Nee, ich kann dir aber eine ordentliche Arbeit besorgen, oder? Ja, was hast du denn in Angebot? Bei Callcenter sitzen und Leute betrügen? Das möchte ich nicht machen. Nee, zum Beispiel, ja, wie nennt man das? Paketränder anlegen oder so, ne? Nee, ich will nicht. Paketränder irgendwo in meinem Paket liegen. Nee, ich habe die schönere Telefonstimme. Ich werde bei Telefon sitzen und du kannst Briefmarken anlecken. Und da wirst du high werden von der Kleber. Briefmarken. Briefmarken. Oder Umschläge. Von der Kleber, ja? Ja, also, das kannst du nochmal so tun, als ob du Englisch sprechen kannst, das hört sich sehr lustig an. Ja? Yes, can we do it? Okay, Mr. Solinda, so you can lick or suck a lot of goat? Pocket rent, oder wie sagt man? Pocket rent, yours the pocket rent. How much do you weigh, buddy? You can... How much my weight? Yes. I'm heavyweighter. I'm 120. Kilogramm or pound? Kilogramm. Oh, da musst du mal ein bisschen Fitness machen. Ich werde meine Ziegen schicken, die werden dich jagen. Dann kannst du weglaufen, musst du Jogging machen. Oh,
bin Lion, da renne ich nicht weg. Den beiß ich ins Genick und dann sind sie kaputt wie Tyson. Oh. Kennst du Tyson? Ja, du kannst nicht mal den Namen richtig aussprechen. Du willst mit indischen Bergziegen kämpfen, da wirst du verlieren. Ja, ich habe Angst vor englische Bergziegen. Kennst du Tyson? Tyson, ja, so der heißt so, auch kaputt, ne? So heißt der Hund von meinem Kumpel. Willst du mal mit Dimitri reden? Ja. Warte mal, komm Tyson mal her. Der macht sich über deinen Hund lustig. Komm mal her. Hallo, wer ist da? Wer bist du? Ich bin Dimitri, wer bist du? Mein Name ist Vitali, weißt du? Ah, спасибо. Ja, блядь. Блядь, сука, иди ты нахуй, блядь. Хорошо? Раун, блядь, Гавана, сигарета, вайсу, дикая сигарета. Дай мне водка, сука. Ай, дай... Ja, nimm mal her. Dai Gavana, Zigarette, weißt du? Nimm den Schwanz. Fleisch puro, weißt du? Nimm mal den Schwanz Fleisch aus dem Mund. Zigarette puro gebe ich, weißt du? Ja, nimm mal den Schwanz aus dem Mund, dann kann ich dich besser hören, Blea. Dicke Fleischzigarette, Alter, gebe dir, weißt du? Ist mega seriöse Gavana. Firma, wo du arbeitest, Blea. Muss voll seriös sein. Ah, Dimitri hat mal wieder gewonnen. Rakesh, du bist einfach zu schwach für das Business. Alter, die Leute schwören. Alter, Blät, der hat dich doch voll fertig gemacht. Nein, Mann, ich wollte die Ziegen schicken. Blät, kein Mensch interessiert sich für deine Ziegenzucker.